und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um dieses Rathaus hier, was wir mit diesen zwei Revell-Klebern zusammenbauen. Und zwar ist das hier natürlich wieder Spur N. Und dieses Set ist eben von Faller. Hier wieder mit der wunderschönen Box. Und wir schauen da erstmal hinein. Also als erstes haben wir eben hier ganz normal die Pappe, die ich allerdings nicht komplett einbauen werde, aufgrund der LED-Innenbeleuchtung, die am Ende folgt. Dann haben wir hier eine sehr gute Bedienungs- bzw. Bauanleitung hier für die verschiedensten Gläser bzw. Fenster. Und hier haben wir eben die einzelnen Bauteile. So, als erstes ist natürlich die Aufgabe, die kompletten einzelnen Wände alle zusammenzubauen, und dazu muss man natürlich, wie man weiß, erstmal immer die kleinen Fenster einfügen. Bei diesem Modell ist es so, dass dann zwei dünnere Wände, sage ich jetzt einfach mal, zusammengefügt werden zu einer größeren Wand. Und das sieht man jetzt eben zum Beispiel hier dann auch mit diesem Eingangstor. Und da gibt es dann später auch noch für den Haupteingang auch noch ein größeres, das wird man dann auch noch sehen. So, nachdem man komplett alle Wände zusammengebaut hat, kommt es nun darauf an, alle exakt aneinander zu setzen auf die Grundplatte, die hier eben schon gegeben ist. Und da durch dieses Loch in der Mitte wird dann eben auch, werden dann bzw. die zwei Kabel durchgeleitet für die LED-Innenbeleuchtung.
So, jetzt wurden eben auch schon andere Einzelteile noch befestigt und auch die roten Ziegel, die man jetzt hier überall schon sieht, und eben auch der Brunnen. Und jetzt ist es eben auch schon dunkler geworden, deswegen ist das Licht hier jetzt etwas doof, aber immerhin sieht man noch etwas. Und auf jeden Fall kommen wir jetzt auch zur Innenbeleuchtung. Dazu brauchen wir eben hier dieses Dach, denn ich habe jetzt erstmal hier kurz probiert, ob das überhaupt passt, damit ich dann weiß, wie das dann komplett draufgesetzt wird. Und danach schaut man sich eben die Unterseite des Daches an, um zu schauen, wie man am besten die LED befestigt. Denn ich habe hier so kleine Platinen, die alle schon mit Widerstand und allem drum und dran fertig verleitet sind. Die hatte ich ja auch schon bei dem einen Unboxing-Video eben mitgezeigt. Und diese werden eben jetzt einfach hier aufgeklebt und dann werden die zwei Kabel durch das Loch im Haus durchgeführt. So, jetzt wird das Dach eben nur noch komplett fertig aufgesetzt, bis es eben fest geworden ist. Und dann war es auch schon. Dann kommen wir nochmal zum LED-Test. Hierfür habe ich nochmal eine andere Kamera genommen, die jetzt nicht so gut ist, aber immerhin ist es dort etwas heller. Und insgesamt wird hier nochmal das Chaos kurz vorgestellt, wie es nun aussieht. Und danach geht es eben zum Test. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wir würden uns über ein Like und Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.